Lustige Sportfails. Vorher, nachher Bilder. Hier, Hugo hat 2 Wochen hart trainiert. Jetzt mal ganz genau hinschauen. Was hat er verloren? 2 Wochen. Es ist bitter, wenn Sport gar nichts nützt. Darum lieber Spaß beim Basketball. Basketball, ein super Dunking. Ball rein und, doch nicht ganz. Und dann ist er sauer und voll ins Gesicht geknallt. Vielleicht kann dieser junge Mann hier es besser. Selbst frostige Temperaturen können diesen jungen Helden hier nicht aufhalten. Er holt Anlauf, wirft und der Ball ist drin. Aber nein, der Korb ist auch gefroren. Oh nein, da steht dann nur der arme Tor und ist so klug als wie zuvor. Sport! Das ganze Frieren vergebens. Dafür hat er ja das unglaubliche Aim. Schaut euch das mal an. Das ist wirklich Hammer. Hier nochmal in Zeit, aber er wirft ihn in die Höhe und trifft tatsächlich jeden Einzelnen. Das ist ja unglaublich krass. Ein echter Hammer-Sportschütze. Der hat vielleicht mit Fortnite trainiert. Jetzt ein cooler Skateboard-Trick und... Oh, doch nicht. Aber was jetzt? Hey. Okay. Ich hätte jetzt Skateboard erwartet, aber stattdessen ist es Schwimmen. Apropos Wasser, was die hier wohl vorhaben? Ein cooler Trick im Wasser. Trifft er den Ball? Bin ich sehr gespannt, ob er den Ball trifft. Jetzt holt er Anlauf voll auf den Ball. Sehr gute Ästhetik hier bei diesem Schuss und... Ah, nochmal voll in die Fresse. Erinnert mich an den Basketball-Fail von gerade eben. Wirklich voll ins Gesicht, das tut doch weh. Aria steht nah am Wasser und da stürzt sie und nein, die Hose runter. Leute, es ist wirklich gefährlich, nah am Wasser zu stehen. Pass auf, dass du dir dabei keine Blöße gibst. Aber wie kommt er da jetzt wieder aus dem Pool raus? Papa, Papa! Ja, mein Sohn? Was waren die letzten Worte des Sportlehrers? Hm. Die Turnstunde ist vorbei. Alle Speere zu mir. Und weil es gerade so schön ist, was stand auf dem Grabstein des Mathelehrers? Ich habe keine Ahnung. Damit hat er nicht gerechnet. Gönn ihm doch den tollen Geburtstag hier eine Torte. Er will, ah, da wollen sie ihm den Kopf in die Torte drücken. Das ging nicht. Und jetzt... Nochmal daneben geschossen. Da muss er vielleicht den Wurf erst nochmal ein bisschen üben, damit er auch trifft. Auch Tiere machen Sport. Er hier klettert am Tuch. Was macht er denn da? Oh, Kopf überhängen. Sehr coole Ästhetik. Hey Bro, was machst du da? Lacht noch so blöd, macht einen Kopfstand. Jetzt pickt er ihn. Lass mich in Ruhe. Lass mich doch hier in Ruhe rumhängen. Du kannst ja auch einen Sport draus machen, dass der Moskito dich nicht kriegt. Hier so mit dem Finger, so ein bisschen in die Nähe. Aber dann kann er halt doch nicht ganz hinkommen, der arme Moskito. Er versucht es verzweifelt zu stechen und kommt einfach nicht hin. Als nächstes Radsport. Fällt dir was auf an diesem Fahrrad? Der kann so richtig cool Rad fahren hier mit diesem Fahrrad. Super cool, wie er das macht. Oh, was ist denn hier los? Das ist ein Einrad. Ich glaube, auch die anderen trauen da ihren Augen nicht. Die gucken so. Ah, Tanzsport. Die beiden hier, sehr cool sieht das aus im Dunkeln, wie sie da tanzen. Hammer cool. Wer hat das schon mal gemacht? Oh, da geht was schief. Nein, das Kostüm ist kaputt. Nein, Junge, so kannst du doch nicht rumlaufen. Pass auf, ich habe den Fußboden gerade frisch geputzt. Nicht, dass du mir noch ausrutschst. Ah. Keine Sorge, meine Fußballschuhe haben die Spikes noch dran. Eine Erklärung für unsere amerikanischen Freunde. Fußball. Deshalb heißt dieser Sport Fußball. Das, was ihr Fußball oder Football nennt, spielt man mit der Hand und einem Ei. Also Hand-Eier-Ball. Auf jeden Fall nicht Fußball. Er freut sich schon drauf, dass endlich wieder Sommer ist, dass er Sport machen kann. Im Moment ist aber Sommer und Winter gleichzeitig. Gegen Übergewicht hilft Sport. Meinst du Liegestütze und so? Nein, es reicht Kopfschütteln, wenn man dir Essen anbietet. Der Falschparker. Sport hilft auch hier. Ja, hättest du genügend Sport gemacht, könntest du den Falschparker einfach zur Seite schieben. So geht das. Auch Denksport ist Sport. Das verschlossene Tor. Es ist zu, geht nicht auf. Zum Glück hat er einen Badge, damit kann man es öffnen. Aber auch Nachdenken hilft ein bisschen. Schau her, da kann man einfach zwischendurch greifen und dann geht die Tür auf. Abonnieren, kleine Glocke für Benachrichtigungen und das nächste Video schauen.